So, unser Mini-Konverter. Jetzt testen wir zunächst eine Spule, um das ganze System hinsichtlich der Konfiguration der Spulen im Verhältnis zum Rotor einzustellen. Und wir sind schon mal sehr zufrieden. Das ist jetzt eine einfache Bedienschaltung hier. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jede Rotorenebene hat 6 von diesen Spulen. Und die Schaltung wird dann auch noch modifiziert. Gut, wir werden weiter berichten über das, was wir hier so veranstalten. Also eine Schaltung. Nee, zwei Doppelpartien. So sieht es dann aus. So, die Rotoren laufen jetzt gegenläufig. Wir haben also jetzt die 2 Rotorenebenen mit jeweils einer Spule in Betrieb genommen. Von den beiden Rotorenebenen beim Einstellen und Testen der Schaltung. Es sind nur 3 Spulen angeschlossen, weil nur eine Spule als Triggerspule dient. Was braucht er jetzt? 13. 13. Hast du eine durchgekriegt? Oh! Oh! Das ist das System, das andere, Ebene C, Ruhezustand. Da bleibt noch ein bisschen was auszutesten jetzt. Also wir werden noch eine Weile benötigen.